Weil es bei der, also wenn ich nichts regle, dann tritt ja die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Die Vermögensverteilung ist dann eher zufällig und bemisst sich nur nach ideellen Bruchteilen, die der Gesetzgeber vorgegeben hat zwischen meinen Verwandten. Und nur das Testament gibt mir die Möglichkeit, im Prinzip gezielt mein Vermögen zu verteilen. Und auch nur da kann ich gezielt Vermögenswerte bestimmten Personen über die Gestaltung zuordnen. Das geht über die gesetzlichen Folgen so ohne weiteres nicht. Es sollte auf Ort und Datum, wenn ich es jetzt privatschriftlich mache, Ort und Datum, es sollte klar zum Zuge kommen, dass es auch wirklich ein Testament ist und nicht ein Entwurf oder eine Gedankensammlung oder ähnliches. Es sollte eigenhändig geschrieben und unterschrieben sein. Es muss in einem Testament eine Erbeinsetzung vorhanden sein. Das ist auch eigentlich für die sozusagen für in Anführungszeichen zu Hause ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ich nicht eine klare Erbeinsetzung da reinschreibe, es gibt so privatschriftliche Testamente, da steht dann drin, mein Sohn bekommt die Wohnung A und meine Tochter bekommt die Wohnung B. Wo es in der Praxis dann fast unmöglich ist, auszumachen, wer Erbe ist. Sind die Wohnungen gleich viel wert? Sollte das Hälfte-Hälfte sein? Wie sollte der Nachlass jetzt sich tatsächlich verteilen mit Ausnahme der Wohnung? Also das ist für das privatschriftliche Testament das A und O neben den Formerfordernissen, dass da auch eine Erbeinsetzung klar drin geregelt ist. Ich kann ein Testament handschriftlich schreiben. Dann muss ich es komplett handschriftlich schreiben und also eigenhändig und unterschreiben. Das geht, das ist formwirksam. Das notarielle Testament bietet allerdings demgegenüber mehrere Vorteile, nämlich die Frage der Fälschungssicherheit. Dann ist es eben auch so, dass mit dem notariellen Testament immer auch eine juristische Beratung einhergeht. Und das notarielle Testament wird zwingend auch gefunden, weil das wird registriert und hinterlegt. Also in der Praxis wissen wir nicht, wie viele privatschriftliche Testamente, die vielleicht in falsche Hände geraten, nicht abgeliefert und nicht eröffnet werden und somit nie zur Wirksamkeit kommen oder ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem ist es dann immer so, dass die Leute sagen, ja, aber die Kosten des notariellen Testaments, die Kosten sind die gleichen wie die eines Erbscheins, den ich brauche bei einem privatschriftlichen Testament, mit der Ausnahme, dass der Notar Mehrwertsteuer erhebt. Während der Erbe zu einem bestimmten Anteil, den ich vorher vorgebe, Gesamtrechtsnachfolger, also einfach Rechtsnachfolger des Erblassers wird, ist der Vermächtnisnehmer derjenige, der einen schuldrechtlichen Anspruch bekommt gegen den Erben auf Ausgabe des Vermächtnisses. Wenn ich zum Beispiel ein Geldvermächtnis habe, dann hat der Vermächtnisnehmer einen Anspruch auf Zahlung dieses bestimmten Geldbetrages. Oder wenn ich einen bestimmten Gegenstand zum Gegenstand des Vermächtnisses mache, dann kann der Vermächtnis hergehen und kann vom Erben die Herausgabe und Übereignung des Gegenstands fordern. Das kann ich genauso regeln. Das kann ich privatschriftlich regeln, dann muss ich die Stiftung benennen. Das kann ich beim Notar regeln. Das ist von der sozusagen, hat keine besonderen Anforderungen. Das macht die Sache nicht komplizierter.